Die Talsperre Zeulenroda in Thüringen. Einst ein Prestigeobjekt der DDR-Regierung. 1971 hatte die SED den Anstau des Flüsschens Weida beschlossen. Mit dem Stauseeprojekt wird auch der Bau einer Brücke erforderlich, um die Verbindung zwischen den Dörfern aufrechtzuerhalten. Die Brückenplanung liegt in den Händen von Gisbert Rother, einem der besten Stahlbauingenieure des Landes. Der 13. August 1973. In Zeulenroda soll ein riesiges Stahlelement vom Kran auf dem Brückenvorbau nach vorn geschwenkt und verschraubt werden. Eine besonders kritische Bauphase. Hunderte Tonnen Stahl schweben frei in der Luft. Die Brücke hält dem enormen Gewicht von Kran und Stahl nicht stand. Sieben Arbeiter und ihr Bauleiter stürzen mit ab. Ein lautes Bersten. Und ich sah, dass die Brücke komplett eingenebelt war. Und nachdem das verflogen war, war die Brücke abgeknickt und weg. Als Elektriker bei der Stauseemeisterei arbeitet Karl-Heinz Resch ganz in der Nähe der Baustelle. Hände hochgerissen, gebrüllt, die Brücke ist abgestürzt. Und in dem Moment kam mein Kollege, wir sind rein ins Auto und sind runtergefahren an diese Unglücksstelle. Für den Bauleiter kommt jede Hilfe zu spät. Andere überleben, schwer verletzt. Erst nach mehreren Minuten kamen die Kollegen aus den Sträuchern rausgekrochen mit Armbruch, Beinbruch. Vier Menschen sterben an diesem Tag. Rettungswagen bringen die Verletzten ins Krankenhaus. Längst ist die Staatssicherheit am Unglücksort, regelt alles ab und beginnt mit den Ermittlungen. Der 13. August ist ein besonders sensibles Datum. Es ist der Jahrestag des Mauerbaus. Für die Stasi kann das kein Zufall sein. Sie wittert Sabotage. Gisbert Rother gerät unter Verdacht, beim Brückeneinsturz nachgeholfen zu haben. Das MFS hat den Ingenieur schon länger im Visier. Vor dem Mauerbau war er mit falschen Papieren durch Westeuropa gereist. Deshalb gilt er als potenzieller Republikflüchtling. Am 21. Mai 1974 beginnt in Gera der Prozess gegen Gisbert Rother und zwei Ingenieurskollegen. 100 ausgewählte DDR-Stahlbauexperten sind geladen. Sie wissen, schon vor Zeulenroda gab es weltweit ähnliche Brückeneinstürze. Wie 1971 in Koblenz. Wir wussten von den Brückenunfällen, die waren ja im Fernsehen zu sehen. Aber was dahinter gesteckt hat, wussten wir nicht. Internationale Forscher machen als Ursache ein bis dahin unbekanntes statisches Problem aus. Der Westen reagiert sofort und ändert die Bauvorschriften. Die DDR passt ihre Richtlinien dagegen nicht an. Hätten die Stahlbauer die neuen Statikerkenntnisse aus dem Westen bekommen, wäre das Unglück in Zeulenroda nicht passiert. Darauf stützt Rothers Anwalt seine Verteidigung. Eine unabhängige Justiz gibt es in der DDR nicht. Sie ist immer auch ein Instrument der SED-Führung. Die Urteile standen vorher fest. Die Angeklagten wurden regelrecht vorgeführt. Und im Grunde war das ein vorinszeniertes Schauspiel mit Gut und Böse, wobei natürlich die Partei und die Vertreter die Guten waren und die Angeklagten abgeurteilt haben. Der Sabotageverdacht steht zwar nicht mehr im Raum, doch das Gericht wirft Rother statische Rechenfehler vor, die zum Brückeneinsturz geführt haben sollen. Der Diplom-Ingenieur wird zu 2,5 Jahren Haft verurteilt, seine Kollegen zu 22 Monaten und einem halben Jahr auf Bewährung.
Stahlbauer aus der gesamten Republik solidarisieren sich mit Rother, schreiben Eingaben an die Staatsanwaltschaft. 4 Monate später wird der Prozess vor dem obersten Gericht der DDR neu aufgerollt. Am Ende werden die Angeklagten freigesprochen. 1997 stirbt Gisbert Rother mit nur 58 Jahren an einem Herzinfarkt. Auf der Brücke in Zollenroda erinnert heute ein Gedenkstein an die 4 Opfer des Unglücks. Unser nächster Fall wird für die SED zum Politikum, weil diesmal auch Westbürger betroffen sind. Der Bahnhof Hohenturm in Sachsen-Anhalt. Am 29. Februar 1984 ereignet sich hier eines der schwersten Zugunglücke der DDR. Der Bahnhof Hohenturm liegt auf der Strecke des D-Zugs 354. Er fährt von West-Berlin in die Bundesrepublik und ist ein sogenannter Transitzug. Seit 1972 erleichtert das Transitabkommen Bundesbürgern das Pendeln zwischen der BRD und West-Berlin. Am 29. Februar 1984 hat der Transitzug den Bahnhof Zoologischer Garten in West-Berlin planmäßig verlassen. Währenddessen hat Jens Maushake in Bitterfeld Schichtende und steigt wie immer in die Regionalbahn Richtung Halle. Den Schichterzug, wie ihn die Arbeiter aus dem Chemiekombinat nennen, er bringt sie zum Feierabend nach Hause. Wir hatten eigentlich immer in dem letzten Anhänger die letzte Bank. Wir waren zu viert eigentlich, 4 Kollegen. Und an diesem Tag waren Jugendliche auf dem Bahnsteig in Bitterfeld. Und wir haben sich vorgedrängelt, so wie Jugendliche manchmal sind. Und haben sich auf unsere Plätze gesetzt, die eigentlich von uns immer besetzt waren. Deswegen sind wir etwas weiter vorgegangen. Es war sehr neblig. Also so Nebel habe ich nie wieder erlebt. Pünktlich erreicht Jens Maushakes Zug den Bahnhof Hohenturm. Hier sehen die Pendler eigentlich immer den Transitzug aus West-Berlin vorbeifahren. Doch an diesem Nebeltag herrscht Stille. Den Tag habe ich noch gedacht, mein Gott, der Zug kommt gar nicht. Der müsste doch jetzt mal langsam uns überholen und so. Und in dem Moment scheppert's. Und ich habe nur noch nach vorn geguckt und da schob sich alles zusammen. Ungebremst kracht der heranrauschende Transit-Express aus Berlin auf den stehenden Regionalzug. Offenbar hat der Lokführer mehrere Haltesignale missachtet. In Hohenturm kommt es, wie es kommen muss. Die Loks kollidieren und schieben sich in den letzten Waggon. Nachdem der Aufprall war, war eigentlich Totenstille. Ich habe nur gedacht, ja, was ist denn jetzt los? Jetzt fährt der Zug bestimmt nicht weiter, habe noch meine Jacke genommen in aller Ruhe. Ich glaube, ich hatte einen kleinen Schock gehabt. Die Berufsfeuerwehr Halle wird alarmiert. Einsatzleiter Siegfried Frühauf und seine Einheit kämpfen sich 13 Kilometer durch dichten Nebel. Am Bahnhof Hohenturm, bei höchstens 5 Meter Sichtweite, bietet sich ihnen ein gespenstisches Szenario. Was ich gesehen habe, wo wir angekommen sind, nichts. Einfach nichts. Da stand ein Zug und dann hörte man schreien, stöhnen, röcheln. Die Einsatzkräfte versuchen sich in die Waggons vorzukämpfen. Viele Verletzte sind eingeklemmt. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Wir mussten kriechen sie mal von einer Tür durch den Waggon, wo Verletzte liegen. Ich bin zigmal an jemanden vorbei, bin ich vorbeigerobbt. Können Sie sich eine Gepäckanlage vorstellen, ja. Da ist jemand mit dem Kopf durch den Aufprall. Da hing. Augen geschlossen, beim dritten Mal macht er einen Euro auf. Längst sind auch Kriminalpolizei und Krankenwagen mit Notarzt Walter Asperger am Bahnhof eingetroffen. Die Schwierigkeit war, dass wir besonders bei einem
bei einem Menschen ganz, ganz schwer rankam. Und ich erinnere mich, dass wir später dann, nachdem das Dach offen war, sind wir über das Dach mit der Leiter hoch und eingestiegen. 200 Einsatzkräfte arbeiten sich durch die Trümmer. Gegen Mitternacht können sie den letzten Überlebenden bergen. In der DDR-Presse erscheint am nächsten Tag nur eine kurze Meldung. Verletzte Bundesbürger aus dem Transitzug werden nicht erwähnt. Doch auch das Westfernsehen berichtet über die Zugkatastrophe in der DDR. Bei dem Zugunglück, das sich gestern Abend in der Nähe von Halle ereignet hat, kamen 11 Menschen ums Leben. Während der ganzen Nacht wurden an der Unglücksstelle die Rettungs- und Bergungsarbeiten fortgesetzt. Aus den Trümmern konnten nach offiziellen Angaben weitere 6 schwer und 40 Leichtverletzte geborgen werden. Die westliche Presseberichterstattung wurde von Seiten der Staatsführung natürlich schon genau beobachtet, wie über die DDR berichtet wurde. Und die Staatsführung nahm solche Berichte auch durchaus ernst, weil sie wusste, dass natürlich ein Großteil der eigenen Bevölkerung über Westradio und Westfernsehen in Kenntnis gesetzt wurde. Als wäre nichts passiert, fährt der Unglückszug kaum 4 Stunden nach dem tödlichen Crash mit neuer Lok und Westinsassen weiter Richtung Saarbrücken. Jens Maushake ist dem Tod nur entgangen, weil er an diesem Tag nicht wie sonst auf seinem Stammplatz saß. Die Jugendlichen, die auf unseren Plätzen saßen, haben das Unglück leider nicht überlebt. 11 Tote, 46 zum Teil schwer Verletzte. Der Unglückslokführer überlebt leicht verletzt. Hatte er die Haltesignale im Nebel übersehen? Oder ging er davon aus, er habe freie Fahrt, wie für Transitzüge üblich? Diese Frage wurde nie abschließend geklärt. Der Erfurter wird zu 5 Jahren Haft verurteilt. Das Zugunglück von Halle Hohenturm, es geht als eines der schwersten in die DDR-Geschichte ein.